Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming auf der schwarzigen V3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich, nee, Physi und ich, Physi und ich, ja. Physi, hallo, hallo, hallo. Ja, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg zu der Kneipe, um unser Abendessen zu vollziehen. Freust du dich? Ja. Ja. Jedes Abendessen mit dir ist eine Bereicherung für mein Leben. Für meins auch. Eine Bereicherung, die in Worte nicht zu fassen ist. Es ist einfach wunderschön, mit dir an diesem Ort zu sein. Ja, für mich auch. Du bist eine wirklich gute und liebe, nette Person. Ich parke jetzt hier ein. Ich hoffe, der Parkplatz gefällt dir. Wenn nicht, suche ich natürlich einen neuen. Hey, also ich kann mich für deine Entscheidung kann ich mich nur echt begeistern. Ist ein sehr schöner Parkplatz. Dankeschön. Okay. Geht's dir auch gut? Ja, und wie geht's dir? Bezaubernd. Das ist toll. Fantastisch. Freut mich sehr für dich. Okay. Ich bin ausgestiegen. Auch. Warum sagst du alles, was du tust, ey? Warum? Weil ich es hasse, nett zu dir zu sein. So. Finde ich ganz nett und lieb. Bist ein süßer Kerl. Komm. Ja, würde ich auch sagen, wenn mein Mitarbeiter noch gefangen wäre. Mach mal keine Witze drüber. So. Setz dich doch bitte. Ja, kann ich dir was bringen? Hey, ich hol schon. Bleib mal sitzen. Okay. Was willst du essen? Pommes, Currywurst? Nee, ich würde gerne, warte mal, was würde ich gerne essen? So ein Prometheus-Teller, wie es beim Griechen gibt? Wo von jedem ein bisschen was drauf ist? Ja, mache ich. Wie heißt der Teller? Prometheus. Prometheus-Teller, ja. Ja. Was möchtest du denn gerne zu trinken haben? Geht natürlich alles auf meine Rechnung. Alles auf deine Rechnung? Ja, ja. Lass mich überlegen. Ich nehme erstmal ein Wasser mit Sprudel. Okay. Sorry, kannst du nochmal zurückkommen? Ja, ja, klar. Ja. Zitrone. Mit Zitrone. Ach, eine Scheibe oder ein Spritzer rein? Auf keinen Fall ein Spritzer, wenn ja eine echte Zitrone. Okay, alles klar. Ja. Okay. Anne! Du hast Prometheus-Teller, ein Gyros-Teller ohne Kraut, mit viel Tzatziki. Und Wasser mit Zitrone, aber kein Spritzer, richtige Scheibe, frische. Und für mich tu mal Whisky-Cola. Wasser mit! Wasser mit! Sprudel. Sprudel. Medium. Medium! Ja, das Problem ist, wir müssen nett zueinander sein, ansonsten brennen unsere Fans. Ich hab für dich bestellt. Ja, das ist nett von dir, dankeschön. Kein Problem. So, naja. Und was hast du heute so getrieben den ganzen Tag? Och, ich war am Feld am Arbeiten, dann habe ich gesehen, wie du mich abgeholt hast, also wie du da irgendwas mit dem LKW hattest, dann hast du mich ja abgeholt und dann sind wir zwei hier hochgefahren. Das war so im Großen und Ganzen alles. Ich hatte ein bisschen mit dem Adler zusammengearbeitet, der Ringeler hat mir einen Vieranhänger spendiert. Ja, das war im Großen und Ganzen alles. Ich hatte noch ein paar Anrufe von dem Entführer. Er hatte mich noch mal bedroht. Eine Geldübergabe ist leider gescheitert, weil der Polizist zu spät kam. Dabei hat er den Ole gequält. Das weiß ich. Achso, das weißt du schon alles. Nee, ja, weiß ich nicht. Ach, weißt du nicht? Nee, erzähl mal. Ja, der aber was soll ich dir was sagen? Was denn? Also hier so in der abendlichen Sonne, in dem Abendschein. Ja. Klingt deine Stimme so bezaubernd, wenn du so erzählst. So einfach so dahin. Dasselbe wollte ich auch zu dir sagen, wie der Mond auf dich scheint, das sieht echt klasse aus. Ich muss mich hier echt festhalten, dich nicht anzuspringen und abzulecken, weil du so schön aussiehst. Kannst du ganz kurz hier warten? Ich warte eben, ja. Aber nur, wenn es dich nicht stört. Wenn du jetzt nicht warten möchtest, dann ist kein Problem, dann bleibe ich hier sitzen. Es stört mich nicht. Geh dir mal die Nase pudern. Es dauert wirklich nur eine Sekunde. Ja, ja, alles gut. Ah,
So, da bin ich wieder. Hast du Ja. Kaugummis? Nee. Aber Was? ich hab dir was Kleines mitgebracht. Eine Geste. Habe ich hier in meiner Tasche. Mhm. Bereiche dir dieses wohlwollende Getränk. Bitteschön. Was ist das für ein Getränk? Das ist Monster Energy. Ich hoffe, dir gefällt es. Nimm dir doch mal einen Schluck davon. Das ist aber sehr nett von dir. Ja, so bin ich. Nur das Beste für dich. Ja, das ist lieb von dir. Guck mal, ich habe hinten im Audi, ja, Ja. habe ich für dich gekauft. Da ist so ein Crosstrainer drin. Oh, echt jetzt? Ja, den habe ich schon, den habe ich schon zusammengebaut. Den brauchen wir dann nur noch ausladen. Da Das können wir ist, den boah, das. hinstellen. Ja, ich habe auch einen zu Hause. Da können wir uns direkt früh treffen und können zusammen 30 Ihr Minuten zwei auf den Crosser. zusammen? Ja, jeden früh. Boah, also Jeden früh. das freut mich jetzt sehr Ja. stark. Also ich habe ja immer schon vorgehabt zu trainieren, aber mit einem echt guten, netten Kollegen und einem stabilen Mann, wie du es bist, da macht das bestimmt noch mehr Spaß. Ja. Ach, Moment, warte kurz. Ich habe noch was im Auto vergessen für dich. Da hatte ich noch was Oh, mit. soll ich Mensch, hier warten ich habe oder dir soll doch. ich Ja, mitkommen? ja, ja, ja. Ich habe dir doch Geschenke extra noch Ach gekauft. so, ich warte dann hier. Wenn Deutsch nicht wiederkriegt, brenne ich den ganzen Landhandel ab, ey. Ich hoffe, es war nicht zu lange für dich. Nee, war alles gut. Guck mal, ich habe dir einen Smoothie mitgebracht. Oh, das ist aber süß. Der ist ein bisschen dünner Danke. geworden, aber da ist ganz viel Kiwi drin und Orange. Ich wollte schon sagen, das ist Ein mir dünn für einen Smooth. bisschen von jedem. Ach so. Ich habe hier dein Monster und du hast mein Smoothie und dann würde ich sagen, stoßen wir doch mal an, oder? Okay. Na dann. Lass dir schmecken. Ja. Oh, köstlich, ein Monster. Oh, hast du da Salz mit reingepackt? Schmeckt ein bisschen salzig. So ein Monster könnte ich mich dran gewöhnen. Oh, du hast deinen Smoothie aber auch schon zur Hälfte ausgetrunken. Ja, bis auf das Salz schmeckt es sehr gut, aber ist bestimmt nicht deine Schuld gewesen, dass das so versalzen ist. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, du machst keine Fehler. An selbst we Deins oder meins? Weiß ich nicht. Ah, Ich hab warte. deins. Ja, warte. Ja? Hallo? Manus hier. Oh. Guten Tag. Hallo? Schalten Sie bitte mal auf Lautsprecher. Ja, ist. Okay. Wie geht es Ihnen beiden denn? Sehr Gut, gut. gut. Also gut, wir sind in guter Stimmung, Sind in guter Stimmung. Also ich würde mal sagen, die Aufgabe haben Sie zu 90% erfüllt. Also Sie Na, bekommen 90%. natürlich, Oh, Sie wo bekommen Ihre duell? Fahrzeuge natürlich wieder zurück, aber naja, ich habe Sie dort, wo ich es jetzt abgestellt habe für Sie, da habe ich so alte Farbe gefunden. Und habe jetzt mich da künstlerisch ein bisschen dran ausgelassen, weil der Herr Manus hat die Aufgabe so ein bisschen vergeigt mit dem Netzsein. Wieso? Wieso ich? Naja, ich, Herr Freezy, Ja. den Smoothie zum Trinken hätte ich Ihnen abgeraten. Wieso? Naja, ich habe was gesehen, was ich besser nicht gesehen hätte, und zwar vom Herrn Sagen Sie es nicht, bitte. Ich Manus. gebe Ihnen, ich geb Ihnen Geld. Sagen Warum? Sie es nicht. Was hat er denn Sagen gemacht? Sie es nicht. Ich gebe Ihnen Geld. Moment, ich muss kurz leise machen. Hören Sie zu. Hallo? Ich zahle Ihnen auch irgendwas. Bitte, sagen Sie ihm das. Wenn Sie ihm sagen, dass ich da reingepisst habe, da ist. Bitte. Okay. Was bieten Sie mir denn?
200. 200.000? 400. Nee, das mit den zwei Nullen. 400. 500. Das ist mir zu lang, zu wenig. Okay, dann. Okay, Sie dürfen den Deutz anzünden. Ja, aber da haben Sie ja nicht, keine Strafe davon. 10 Minuten. Bestraft worden sind Sie beide ja schon. Ich habe mich künstlerisch an Ihren Fahrzeugen ausgedrückt. Ich muss mir das Geheule ja dann anhören. So, okay, ich gebe ihm 1.500. Lassen Sie mal stecken. Okay. Ja. Okay, alles klar, sorry. So, schalten Sie mich wieder auf Lautsprecher, bitte. Ja, Moment. Ja. Sorry, da muss ich ganz kurz was klären mit ihm. Überhaupt kein Problem, alles gut. Ging quasi um unsere Zukunft, ja? Herr Anonymous. Bin ich jetzt wieder auf Lautsprecher? Ja, sind Sie. Okay, also Herr Freezy, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, aufs Haltbarkeitsdatum zu achten. Oh, ja, ich hab's schon gemerkt, hat ein bisschen salzig geschmeckt, aber okay. Ja, der ist, glaube ich, schon seit über einem halben Jahr abgelaufen, weil der Herr Manus mag ja keine Smoothies. Der tut lieber Powershakes sich reinballern, was aber auch nicht wirklich das Wahre ist. Ja, ich weiß, eine Nahrungsergänzungsmittel ist da zum Kotzen. Aber ich denke, das war, hat mir Miguel nicht mit Absicht gemacht. Ich denke, er hat da selber nicht drauf geschaut. Okay, also, Sie möchten jetzt wahrscheinlich sehr gerne wissen, wo Ihre Fahrzeuge sind. Hm? Ja, bitte. Lieber wäre uns eigentlich, also zumindest mir, wo ist der Herr Nölling, der Herr Berger, der Olle? Also, das ist eins nach dem anderen. Jetzt halt auch mal erstmal in dir mit die Fahrzeuge. Und um den Rest kümmern wir uns dann, ums Finanzielle kümmern wir uns danach. Also später. Sie sollen erst einmal Ihre Fahrzeuge wieder bekommen. Okay. Und zwar, wenn Sie zum alten Landhandel fahren. Da zum sind alten? Also zwei große Hallen oben. Ja, da oben. Ach so, ja. Da sind zwei große Hallen. Da stehen Ihre Fahrzeuge drinnen. Ah, vielen lieben Dank. In den zwei Hallen. Ja. Wie gesagt, die Aufgabe wurde nur zu 90% erfüllt, dank dem Herrn Manus mit dem Haltbarkeitsdatum. Boah, Miguel. Da kann ich auch nichts dafür, Mann. Und eine kleine Strafe hat es deswegen gegeben. Sie dürfen sich dorthin auf den Weg machen. Ich wünsche Ihnen da viel Spaß. Danke. Danke. Auf Wiederhören. Danke. Wiederhören. Miguel! Ja, was? Komm mal her! Was weiß ich, dass der so lange abgelaufen ist? Ist doch egal. Umarmung! Komm her! Hä? Oh, und ein Bruderkuss! Komm her, renn dich weg! Nein! Ey, hallo, was soll das? Was willst du jetzt? Jetzt hör auf, es ist vorbei, du musst nicht mehr nett sein. Komm, lass jetzt mal Deutz. Lass jetzt mein Deutz abholen. Ja, meinst du, ich will mein Dings nicht haben, oder was? Was ist denn von dir weg? Ja, mein Pfand! Ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber muss man. Zeig dir gleich mal nicht so schlimm. Lass uns unser Fahrzeug jetzt holen. Oh, Moment. Ja, jetzt ist aber fast immer nur fahren, du. Ja? Hallo? Herr Manus? Ja. Manus, wie lief's, wenn ich kurz fragen darf? Es lief zu 95% gut. Okay, hat der Entführer irgendwas gesagt in Ihre Richtung? Ja, er hat gesagt, eins nach dem anderen. Also, wir sollen jetzt die Fahrzeuge holen, die sind beim alten Landhandel. Da sollen die stehen. Okay. Ja, also beim alten Landhandel sollen die stehen. Da wollen wir jetzt hinfahren, wollen die Fahrzeuge abholen. Aber er sagt, es ist nur zu 90% oder 95% erfüllt gewesen, das Ganze. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet oder heißt. Aber er sagt, die Fahrzeuge stehen dort, wir können die abholen. Ganz kurz, Chef, ich muss dann nochmal, ich will nicht lange stören, ich muss dann bloß nochmal fix weg, ne? Wie, du musst weg? Ist der doof? Ist los. Harry! Jetzt ist der weitere Herr Manus. Ja? Herr Freezy, schauen Sie mal. Ich verstehe jetzt nicht. Wir müssen da hinterher, ne? Nicht, dass er irgendwas macht. Wollen Sie bei mir mitfahren oder wollen Sie selber fahren? Wie hinterher? Wo sollen wir denn jetzt hin? Wir wollen die Fahrzeuge holen. Ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, wo der Herr Hafer hinfährt. Ja, das ist wichtiger. Komm, ich steig ein, bitte hier. Bin drin. Oh, Mann, ey. Miguel? Ja. Bevor wir aber gleich in unsere Fahrzeuge einsteigen, lass die Bremsen überprüfen. Ja, und nee, alles. Ist schon klar, das ist schon klar, aber ich glaube,
Ich weiß nicht so recht, aber irgendwie... Hä? Was ist mit dem Hachi? Warum sagt er, er muss weg und verpisst sich? Ist der doof? Weiß nicht. Wie, weiß... Nee, du brauchst gar nicht so reden. Das kannst du vergessen. Hä? Ich weiß nicht, was mit Hachi ist. Ach so, okay. Das klang so ein bisschen so, wie als wenn... Ja. Scheiße, der Bayer hat einen Zahn drauf, Alter. Da kommt kein Schwein hinterher. Wo ist denn der? Lul. Wo fahren denn die hin? Weiß nicht. Da unten ist ein LKW. Oh, das ist der Ringele. Ich glaube, das ist der Ringele. Hä? Fährt er da nicht weg? Hm, weiß ich doch nicht. Ist doch nicht der Ringele, oder? Der Ringele hat den LKW. Ja? Ja? Aber soll ich dir was sagen? Was denn? Alter, unter uns. Der Ringele, weg hier! Oh, mir ist schon wieder der Schlauch abgeflogen. Wir müssen hier durch. Ihr könnt es doch nicht machen. Das war ja Qualitätsschlauch, Moment. Der kann ich schon wieder abseilen. Ja, den haben wir erst gemacht. Nicht. Aber soll ich was sagen, Fritze? Was denn? Wo ich mit Harry beim Ringele oben war, hat der den Sven, seine Stimme, hat er gesagt, die würde ähnlich klingen wie die von dem, wo er entführt war. Was, echt? Vom Sven Ringele, ja. Ohne Scheiß. Ey. Ja. Ja, aber interessant an. Ja, haben wir auch gesagt. Aber ich weiß halt nicht, Harry ist halt auch ziemlich derbe auf die Murmel geknallt, ne? Ja, ja. Alter, wo fahren wir denn hin? Wo soll denn der sein? Der ist ja nicht hier irgendwo mitten in der Pampa, aber weißt du, wo der hingerannt ist? Da steht ein Auto. Was? Da ist ein Auto. Wo? Im Baum oder drin oder so? Im Moment, das vom Landhandel. Ja, Herr Hafer. Lass mal, warte mal, ja. Vorsichtig, bleib mal hier am Polizeiauto. Herr Hafer! Herr Hafer? Harry? Harry? Das ist Ihr Auto, oder, Herr Manus? Das ist vom Landhandel, ja? Harry? Mit dem ist der Herr Hafer weggefahren. Wo ist der? Wo das ist der läuft Herr Hafer? Noch. Steigen Sie, lassen Sie mal die Finger weg von dem Auto. Können Sie ihn mal anrufen, vielleicht, den Herrn Hafer? Ja, Moment, mein Telefon ist im Auto. Was ist los, Herr Bayer? Ich weiß es jetzt auch nicht. Er hat jetzt gesagt, er muss auf einmal weg und wir müssen ja eigentlich mitfahren wegen Polizeischutz. Und jetzt ist halt wieder typisch der Ringel hier oben, jetzt hat er uns geblockt, ne? Also... Harry? 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 Manus. Herr Manus, stellen Sie mal auf laut. Wo ist denn Harry? Ey, wo ist denn Harry? Auf Wiederhören. Hat der Harry, oder was war das? Herr Bayer. Herr Manus, ja? Das war der Anrufer wieder. Der ist an Harrys Handy gegangen. Oh nein. Ey, fuck off. Aber warum, was ich mich jetzt frage, warum fährt der Herr Hafer urplötzlich auf einmal weg? Ich will's nicht wissen. Ich glaub doch nicht, dass Harry das war, oder? Ich will es nicht wissen. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich trau das Schlitz so vieles zu, aber sowas. Kann's mir aber einfach nicht. Wie kann das sein, dass wir da oben stehen? Er auf einmal. Er war ja die ganze Zeit im Auto gesessen, er hat nichts gesagt und auf einmal kommt er zu uns her und sagt, er fährt. Und jetzt steht das Auto hier am Baum und er ist weg. Ja, vielleicht also hat er was herausgefunden und wollte das nicht sagen und wollte erstmal auf eigene Faust gehen. Aber ich glaube, dann ist er wieder entführt worden, oder wie? Vielleicht, aber. Das kann ja nicht sein, jetzt mal ohne Scheiß. Vielleicht hat er auch eine Aktion gestartet, dabei hat er mit dem gekämpft, das Handy ist rausgefallen, er hat verloren, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass er es war. Habt ihr das gehört? Okay, Herr Manus, es tut mir leid, ich muss das Auto leider auch nochmal beschlagnahmen. Entschuldigung, haben Sie es gerade gehört? Nee, was denn? Was denn? Wahrscheinlich nichts, keine Ahnung. Können wir das Auto mal... Kann ich das mal ausmachen? Ja, Moment, lassen Sie mich einsteigen, ich hab Handschuhe an. Hier ist aber auch... okay. Bei Ihnen im... Hilfe! Sie... Chef! Hilfe! Harry! Harry! Hilfe! Wo bist du, Harry? Harry! Wo bist du? Harry, sag, wo du bist! Hilfe! Harry! Jetzt sag doch was! Wo bist du? Harry?
Harry? Herr Manus, wer ist da dran? Ich glaube, der tasert den Tod. Der Harry war dran. Der hat ihn irgendwie elektrogeschockt oder sowas, keine Ahnung. Ich zeige Ihnen kurz mal was, schauen Sie mal hier ins Auto. Sehen Sie das? Was ist denn da? Ich glaube, der ist da gewaltsam rausgezogen worden. Da und die ganzen Kratzer am Armaturenbrett und auf den Sitzen und alles. Das ist also. Auch der Gurt ist aufgeschnitten, also. Ist es normal, dass bei Ihnen jemand im Polizeiauto sitzt? Ja, ist der Herr faul. Oh, Sie wissen ja selber, was mit dem Herrn letzten Tage los war. Ey, oh fuck. Der war gerade Hachi, hat mich gerade angerufen. Der ist getasert worden, oder was? Ja, der hat ihn getasert worden. Das klang nicht so, als ob es ihm gut geht. Wir müssen Hachi finden. Ja, so schnell wie es geht. Also ich hab, wie gesagt, schon Verstärkung angefordert. Wir haben jetzt auch Luftunterstützung. Wir werden jetzt nochmal alles abfliegen hier in der Umgebung und schauen, weil der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Das kann ja nicht sein. Was haltet ihr davon, wenn wir mal noch da oben gucken, wo wir ihn beim ersten Mal gefunden haben? Weil dort hat der Harry liegen lassen, dort wollte er das Geld haben. Wir sollten vielleicht zu den Fahrzeugen ja, fahren. Ja, ich fahre jetzt mit Ihnen erstmal zu den Fahrzeugen. Wir müssen jetzt nur, Herr Manus, haben Sie irgendeinen Mitarbeiter am Hof, der das Fahrzeug eventuell in die Verwahrstelle beim Herrn Adler bringen kann? Ich rufe Johannes an. Johannes müsste da sein. Einsteigen und nichts anfassen drinnen. Ne? Also es soll nur irgendwie aufladen und wegbringen. Also aufladen, wegbringen, okay, möglichst nichts anfassen. Gut. Alles klar, meine lieben Freunde. Aber in diesem Sinne werden wir uns an der Stelle erstmal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt auch noch heute. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.